Wien ist eine wunderbare Stadt, die niemals schläft, verbirgt doch viele Legenden und Gruselgeschichten, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und diese Legenden und Geschichten sind nicht wenige und ich möchte sie Ihnen erzählen. Fast jeder Mensch ist in seinem Leben auf etwas Unerklärliches und Unverständliches gestoßen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch eine wahre gruselige Legende aus Wien vorbereitet. Und es geht heute um Wiener Schottenstift. Wiener Schottenstift ist der älteste Kloster Wiens. Das wurde im Jahr 1155 vom österreichischen Babenberger Herzog Heinrich II. Jasomirgott gestiftet und wurde ebenfalls im Jahr 1200 geweiht. Und eigentlich genannt wurde das Stift Benediktinerabtei unserer lieben Frau zu den Schotten und auch Schottenkloster und befindet sich im ersten Bezirk in Wien. Nun kommen wir zum Thema. Es wird dort sehr oft Spuk der weißen Frau besichtet. Spuk der weißen Frau, das ist eine weiße Gestalt, also weibliche Gestalt, die herum im Stift in den ganzen Gängen in der Nacht herumtreibt. Und es handelt sich, wenn man die Mönche dort fragt, um eine böhmische Adelige namens Bertha von Rosenberg. Die Bertha von Rosenberg war eine Frau vom Johann V. von Liechtenstein. Sie heiratete ihn im Jahr 1449 gegen ihren Willen. Ihr Vater wollte unbedingt, dass sie ihn heiratet, und ihr Mann starb plötzlich. Ich habe es im Internet recherchiert, ich habe nicht gefunden warum, und seine Frau starb am 2. Mai 1476 und wurde auch in der Kirche begraben, auch aus unbekannten Grund, die sind beiden plötzlich gestorben. Der Johann V. von Liechtenstein quälte die Bertha psychisch sowohl auch geistig und die Ehe für sie wurde zur Hölle und sie fand daraus keinen Ausweg mehr. Und nachdem plötzlich ihr Mann verstorben ist, also nach seinem Tod, kehrte sie voller Freude auf die väterliche Burg zurück und hat dort auch gefeiert, also seinen Tod gefeiert, und sie trug dabei ein weißes Kleid und deswegen vermutet man, dass ihre Seele dafür bestraft wurde und sie wurde für die ganze Ewigkeit im Stift versperrt. Also ihre Seele kann nicht zur Ruhe kommen und sie ist einfach nur dort geblieben, ne? Genau, und die Leute berichten, dass sie erscheint in einem weißen wallenden Gewand mit Schlüsseln am Gürtel. Sie erschien auch im Schloss Czeski Krumlov in Rosenberg und im weiteren Rosenberger Burgen. Der Spuk der weißen Frau ist eigentlich kein böser Geist oder gefährlicher. Nun sagt man, trägt die weiße Frau schwarze Handschuhe, steht sogar ein Todesfall bevor. Und die Mönche berichten, sie erscheint im Stift dann, wenn ein Unglück oder eine Gefahr bevorstehen. Und ja, und das, es warnt sie halt von irgendwelchen plötzlich schlechten Geschehnissen. Im Jahr 2002 wurde im Hof des Schottenstifts ein Massengrab entdeckt, der 3,5 Meter unter der Erde über 380 Skeletten über all die Jahre verborgen hat, und die Toten lagen übereinander gestapelt und deren Arme waren in Gebetshaltung gefaltet. Und später hat es sich herausgestellt, dass es sich um Opfer einer Seuche handelt, die im Jahr 1500 in Wien gewütet hat. Und Berthas Grabstein ist vor längerer Zeit unter mysteriösen Umständen verschwunden. Und kein Mensch hat das gesehen, wann und wie, weshalb das verschwunden war. Das war einfach plötzlich weg. Meine Meinung dazu,
Ich glaube schon, dass es was gibt, weil ich habe es sogar selber mal gesehen. Also ich weiß nicht, ob das genau das war, aber als Kind war ich in einem Schloss auf einer Führung mit meiner Oma und wir standen in einem Zimmer. Im Zimmer war kein Sonnenscheinlicht, es war einfach nur ganz normale Lampenlicht, also halt kein Sonnenschein. Und ich habe auf den Sessel geschaut und ich habe plötzlich das war so wie eine weiße leuchtende Wolke. Sie ist einfach nur am Sessel, also am Sessel gesessen, so quasi. Und ich habe so länger hingeschaut und ich dachte so, hä? Was ist denn das? Ich wollte das auch fotografieren, aber zu damals, also es waren keine Handys oder sonst was. Also ich könnte das einfach nicht fotografieren. Aber es war wirklich ein Fall, wo ich das gesehen habe. Und seitdem glaube ich einfach, dass es wirklich was gibt. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bitte liken, falls das gefallen hat. Und bitte kommentiert das Video, ob ihr schon irgendwas gesehen habt in eurem Leben, irgendwelche weiße Gestalten oder sonst was. Und ich bereite für euch ein nächstes gruseliges Video. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.